Hallo, heute habe ich Patrick Meusens bei mir zum Interview. Patrick kommt aus Frankreich, fährt in der H3 und ist auch Mitglied im Team Sopo. Hallo Patrick. Hallo. Du sitzt im Rollstuhl seit wann und warum? Ich sitze im Rollstuhl seit 36 Jahren. Mhm. Und ich hatte einen Unfall, wo ich 18 war. Da bin ich überfallen worden. Und war eine lange Geschichte. Okay. Wie lange bist du Mitglied beim Team Sopo? Seit 2001, das ist jetzt 15 Jahre. Und ich war damals sehr stolz, in dieses Team reinzugehen. Und bin immer noch stolz, dass ich dabei sein darf. Und ich weiß, du warst auch vorher im Schwimmen aktiv. Ja, stimmt. Und noch eine Sportart auch? Ja, Langlaufski. Langlaufski. Ja, und Leichtathletik. Aber meine größte Karriere habe ich im Schwimmen gemacht. Mhm. Da hatte ich das Glück, zweimal Weltmeister zu sein und zweimal Vize-Weltmeister. Und war auch in Seoul an den Paralympics, wo ich eine Silbermedaille gewonnen habe. Okay. Und ja, das war die größten Wettkämpfe. Und im Langlauf war ich in den Paralympics in Albertville in Frankreich. Und ich hätte es gerne noch geschafft, im Leichtathletik auch zu gehen. Leider waren da einige Athleten stärker als ich. Dann, ja, das ist das Leben. Ja. Und im Handbiken hätte ich auch noch eine Chance gehabt. Da war ich aber leider nur als Trainer, weil, ja, es hat sich ein bisschen so blöd gefunden, dass ich eine Quali gemacht habe. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Nationaltrainer werden will. Und dann wusste ich nicht mehr so. Und habe ich ja gesagt. Und jetzt bereue ich es ein wenig, weil ja, ich denke, wäre gut gewesen, wenn ich das auch noch im Handball gemacht hätte, aber ich war dabei und das ist ja das Beste. Zu Hause bist du, arbeitest du noch etwas? Nein, ich habe seit meinem Unfall nicht mehr gearbeitet. Mhm. Damals hatten meine Eltern ein Geschäft, habe ich ein bisschen gearbeitet, aber ja, damals war es so, wenn du arbeiten gingst, hast du von der Pension wegbekommen, was du verdient hast. Dann hast du umsonst gearbeitet und das fand ich nicht fair. Und habe ich dann immer gesagt, solange ich keine Langeweile habe zu Hause, gehe ich nicht arbeiten. Mhm. Natürlich habe ich mit meinem Sport und dann ziemlich schnell einen Verein gegründet. Mhm. Dann hatte ich nie keine lange Zeit. Und du organisierst ja auch das Handbike-Rennen in Rosenau. Was ja ziemlich beliebt ist, wenn es nicht zu kalt ist. Ja, das Problem ist immer Ostersamstag und wir hatten schon schönes Wetter, aber auch schon ganz schlechtes letztes Jahr. Ja. Du warst dabei. Ja, aber letztes Jahr war es ja, war ja nur Regen. Letztes Jahr war es. Ja, aber war es eines von den schlimmsten Jahren. Okay. Auch denn es hat den ganzen Tag geregnet, aber ja, das ist echt mein Baby, weil wir haben angefangen damals mit dem Rennrollstuhl, da waren wir drei. Wow. Und da haben wir einige Jahre nur mit dem Rennrollstuhl gemacht. Mhm. Und jetzt ist es schon 16 Mal das Rennen des HRC. Und das größte Rennen war mit 220 Athleten von 26 Ländern. Okay. Und da ist schon, ja, in einem kleinen Dorf wie Rosenau das zusammenzubringen, ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, toll. Du hast zu Hause, hast du auch Familie zu Hause? Ja, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, die 17 Jahre alt ist. Und ja, ich konnte das Ganze machen, weil meine Familie, zuerst meine Eltern, dann auch meine Frau das mitgespielt hat, dass ich immer wieder ins Trainingslager konnte. Für einige Wochen oder Monate. Patrick, ich danke dir für das Interview. Ich sage dir danke. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie. Merci. Und
ja, das ist, glaube ich, für unser Team Sumpo dieses Jahr erfolgreich. Ja, ich wünsche dir alles Gute und wie ich es weiß, denke ich, dass ich in Rio an der Strecke sitzen darf und euch schön anfeuern werde. Ja, danke schön. Danke.